ein. Antonius die Stränge, Otto sicher die Balken. Wir rücken zur 10. Stunde aus. Ja, Herr. Finde den Weg zum Weidenmann. Dann suchen wir den mal. Okay, wir dürfen nicht rennen. Wir werden Commodus retten. Weidenmänner errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit an. Das gefällt mir nicht. Was ist das? Hörst du das? Nur der Wind. Nur der Wind. Da drüben! Es ist nur ein Hirsch! Nur ein Hirsch! Euer Abendessen. Wir werden beobachtet. Wenn sie kämpfen wollen, warum kommen sie dann nicht raus und kämpfen? Macht schon! Ruhe da! Sie euch in eine Falle locken. Wir sind Römer! Wir sind die 14. Da bewegt sich was! Es ist in den Nebel gerannt! Ich hab's gesehen! Irgendein Tier auf zwei Beinen! Ruhe, Männer! Diese Biester hätten uns schon längst angegriffen, wenn sie könnten. Nein, sie sind klug genug, uns zu fürchten. Im Laufschritt, Männer! Genau, Laufschritt. Gib mal ein bisschen Gas. Halt! Die sieht gut aus, die Brücke. Ich kundschafte voraus. Ja, genau. Hinterhalt! Runter hier! Wie könnte es anders sein, sind wir auf uns allein gestellt. Marius! Würden die Götter uns schützen? Das muss Gott sein! Alleine, okay. Und runter mit dir. Das ist ein Spezialangriff braucht, dass er den runtertritt. Wer ist der denn? Maximus kann das überleben. Erhebe dich, Sohn Roms. Dein Reich braucht dich.
Steh auf. Auf uns allein gestellt. Wird es wahrscheinlich sonst nichts anderes geben. Getrunken hat er. Ach, brauche auch gar nicht. Ich muss meine Männer finden. Ist doch einer. Ah. Da hätten wir blocken sollen. Da hätten wir blocken sollen. Und ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich muss meine Männer finden. Fokus. Okay. Hat dann noch ein paar mehr davon. Schild klappt das nicht. Ist ja nicht so gut im Feuer. Ich dachte, das ist kalt. Und du brauchst ein bisschen Wärme. Ihr Erdmenschen. Denkt ihr wirklich, dass ihr mich aufhalten könnt? Schön, zwei auf einmal hinrichten. Ist die Fokusleiste auch wieder schön voll. Das nächste Camp? Oder sollen wir rechts gehen? Wir suchen uns mal das Camp. Und ab und in den Hals. Und das Schild hinterher.
ist der Bogenschütze. Da hinten. So an. Scheint nicht. Rennt sich bestimmt gut mit so einer schweren Rüstung. Mögen die Götter sich unserer erbarmen. Ah, wir kommen zu spät. Jedenfalls für den armen Hund. Du weißt, was dich jetzt... Schon mal den einen weg. Können wir den Fokus bei dem anderen benutzen? Jetzt schnell zu unseren Männern. Ich danke euch. Wir müssen sie alle retten. Na los! Ja, Herr. Und wohin sollen wir als nächstes gehen? Da runter? Willst du da runter? Nein, willst du nicht. Willst du durch die Tür? Haben wir keine Pfeile irgendwo? Scheint nicht. Schade. Was kann man sonst mit den Fässern machen? Nehmen? Nee. Kommt ruhig alle her. Eigentlich sollten wir uns ein bisschen Rückzug suchen und einen nach dem anderen machen. Na! Jetzt mal ein bisschen Gesundheit zurück. Oh, die sind nicht... Die sind gar nicht mal so schlecht, die Jungs. Wir können auch nicht viel mehr als ihre anderen Freunde. Die schnell im Boden liegen. Gesundheit ist wieder voll.
Jungs, wohin sollen wir als nächstes? Geht's da runter? Da sind noch mehr von uns. Da ist noch einer. Natürlich retten wir alle. Zum Wohle Roms. Herr, ich habe Vitalion gesehen. Sie haben ihn zum Weidenmann gebracht. Tut das gut, euch zu sehen. Da oben. Was ist das? Da kommen sie! Geht in Stellung! Und da haben wir unsere Pfeile. Und wo sind die Jungs? Jetzt wissen wir auch, wofür die Fässer sind. Ach, was ist das denn hier? Ach, unser beliebtes Maschinengewehr, ne? Geht in Stellung. Ja. Und wo bleiben jetzt die Jungs? Organisiere die Verteidigung. Soll ich noch was machen? Soll ich noch irgendwas mit euch, Hier geht nach links. Formation. Schützen! In Position! Wir brauchen Unterstützung! Und wir schlagen uns jetzt durch. Haltet aus! Und da kommen sie. Infanterie im Anmarsch! Die Fässer gehen aber, brauchen aber einen Moment. Das war jetzt alles? Da dürfen wir nicht runter. Pfeile haben wir noch. Also marschieren wir jetzt. Formation! Man weiß ja nie, ne? Schilde, könnt ihr auch irgendwie rennen? Nee. Könnt ihr nur die Pfeile und das Schild, ja. Nur Pfeile selber schmeißen und Schilder hoch. Da rennen sie, die Feiglinge. Na, lebt noch jemand? Nein. Oh. Ups. Wird ersetzt. Ach Gott. Paar Speere erstmal schmeißen. Und sie kommen gar nicht zum Schießen. Na, wollt ihr auch fallen wie eure Jungs? 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Da kommen auch keine Pfeile mehr. Weiter geht's.
Ihr da? Folgt mir zur linken Flanke. Der Rest zur rechten und wartet auf mein Signal. Ja, Herr. Durchsuche den Sumpf. Durchsucht den Sumpf, Männer. Unsere Brüder brauchen uns. Folgt mir. Wonach? Weitere Jungs? Sieht so unten aus. Guck doch nicht zu, renn dahin! Jetzt gehst du runter. Schild ins Gesicht, Schwert in den Bauch. Auf ihn, er wird unsere Männer verbrennen! Er will unsere Männer verbrennen? So bestimmt nicht. Und vor allem nicht, wenn der kein Arm mehr dran ist. Wenn er eine Fackel halten kann. Selber. Er hat eine Fackel! Haltet ihn auf! Ja. Die Männer befreit. Ist sonst noch jemand hier? Dann schnappen wir uns den nochmal zuerst. Glaube ich nicht. Gucken wir mal, auf eine Dreiexekution hinkriegen. Na. Komm, geh da hin. Schnapp dir den. Genau so. Ach, ich konnte nicht zurück. Wegen der Leiche? Konnte ich auch nicht ausweichen? Du bist doch nicht jetzt tot? Hä? Musst du mir doch gerade hinrichten! Symbol angezeigt. Genau das. Er ist ab. Wieso haben denn die Jungs so wenig Gesundheit?
Jungs, wo seid ihr und warum habt ihr so wenig Leben? Und wo soll ich hier noch hin? Was für eine wunderschöne Szenerie hier. Da scheint der Weidemann zu sein. Körperteile pflastern einen Weg dahin. Geht in Stellung. Sichert das Tor. Ich suche Vitalion. Das ist schnell sein. Ein bisschen in deinen Rücken. Komm mal hier. Komm mal hier hin. Komm mal her. Greifst du also doch manchmal zweimal an. Nein, du möchtest, dass wir dir ausweichen. Und dann den dicken Schlag versetzen. Oh, erlaubst du nicht. Einer von uns beiden wird heute sterben. Und ich weiß wer. Komm, den Arm ab. Alte Berserker, ey. Wer denn immer, dass wir diesen Kampf so machen? Erst den großen Angriff, dann die kleinen. Doch, er möchte unbedingt. Also stimmst du auf uns zu, wir schmeißen dich rüber, wir hauen ein bisschen mit dem Schwert auf dich ein. Wieso kriegt er nunmehr nicht mehr als einen hin? Oh, also muss ich echt warten, bis du mich angestimmt hast. Ja, ja. Lach noch. Dein Leben wird bald vorbei sein. Geh
genieße die letzten Sekunden deines erbärmlichen Barbarenlebens. Den Rambock! Bringt die Figur zu Fall! Wo kommt der Rambock denn her? Das Richtige zu sehen, muss man manchmal am Vermeintlichen vorbeisehen. Gut gemacht, Marius. Soldaten! Soldaten! Steht nicht einfach da herum, ihr Nichtsnutzer! Holt mich hier raus! Holt mich sofort hier raus! Das ist wohl unser verehrter Anführer, General Commodus. Ja, des Kaisers Sohn. Holt mich heraus, ihr dämlichen Idioten! Ich befehle es euch! Dein Sieg, deine Ehre, Centurion. Sofort, Herr. Komm schon! Komm schon, du Schwachkopf! Gib mir deinen Umhang! Der bringt ja auch richtig viel. Wir marschierten nach York. Commodus war in Sicherheit und Oswald bereit, Frieden zu schließen. Ich betete zu den Göttern, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde und ich meine Männer endlich nach Hause führen könnte. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben? Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Statthalter, ich bringe euch Oswald, König der Briten. Er hat der Rebellion abgeschworen. Er will sich der Herrschaft Roms fügen und von nun an nur noch für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern kämpfen. Hoheit Commodus, alles, worum wir bitten, ist eine gerechte Behandlung meines Volkes. Als Ebenbürtige. Sodass wir alle in Frieden leben können. Sodass wir alle in Frieden leben können. Der Friedensvertrag aus Rom. Der Wille des Kaisers! Der Frieden des Kaisers! Fehlt nur noch das Zeichen des Königs auf dieser Schriftrolle. Und wir können diese verdammte Insel verlassen. Euer Kaiser, mein Vater. Er ist wahrhaft weise und gerecht.
Dies ist das Siegel des Kaisers. Es ist der Ausdruck seines Willens und der Macht Roms. Erhebe dich. Umarme mich. König Oswald, hier ist dein Frieden. Nein! Du wagst es! Dreckiger, stinkender Hund! Du wagst es! Siehst du? Siehst du, was passiert, wenn man mir trotzt? Trotzdem! Beim Siegel des Kaisers! Sein Wille ist getan! Nicht Barbaren töteten meinen Vater. Der Kaiser war's. Rette Rom vor ihnen! Jetzt kniet, ihr Hunde! Worauf wartet ihr noch? Auf die Knie! Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Lauf. Mein Vater ist ein Gott. Ich bin ein Gott. Gehorcht mir, wie ihr den Göttern gehorcht. Bringt uns zum Hafen. Italien! Bringt diesen rebellischen Abschaum unter Kontrolle! Haltet die Stadt keine Gnade! Ihr werdet alle dafür bezahlen! Wir werden jeden Mann, jede Frau und jedes Kind abschlachten und auf eure Gräber pissen! Verstärkt die Mauern! Drängt sie zurück! Los! Schließt die Tore! Wir müssen Ihre Armee um jeden Preis draußen halten! Ich übernehme hier. Kümmere dich um die Mauern. Marius, wir brauchen Zeit. Halte den Feind auf, solange du kannst. Wir müssen alle unsere Zivilisten zum Hafen bringen. Tu alles, was du kannst. Ich treffe dich am Gerichtsgebäude. Nun geh!